Moin und herzlich willkommen wieder bei FIFA 21 mit Werder Bremen. Wir sind im März 2022, heute mit Fortuna Düsseldorf, Lyon und Schalke. Ja, Europa League Hinspiel haben wir 3:0 gewonnen. Man sieht es direkt über der Partie, deswegen würde ich sagen, das simulieren wir. Und die beiden Partien in der Bundesliga werden dann selbst gespielt. Gerade Düsseldorf steht ja im Moment nicht sonderlich gut da, tief unten drin. Viele, viele Gegentore werden wahrscheinlich absteigen, auch da Bielefeld, Mainz, Hamburg. Ja, bin mal gespannt, wen es von denen dann am Ende noch erwischt, aber auf jeden Fall heute erstmal Düsseldorf. Unsere Aufstellung, ich würde weiterhin sagen, gerade unsere Jugendspieler Müller und Bender bleiben in der Startelf, auch wenn deren Stärkeunterschied natürlich schon irgendwie auffällt. Das wird natürlich jetzt hoffentlich mit Spiel um Spiel weniger und die haben 90er Potenzial, also irgendwann werden sie die Stärksten sein, wo sie jetzt auch noch gerade die Schwächsten sind. Spieltag 26, Werder Düsseldorf. Das ist doch eine irgendwie schöne Statistik. 61 erzielte Tore, 59 kassierte bei Düsseldorf und deren Aufstellung. Kastenmeier im Kasten, davor Hartherz, Saint-Just, Mevlier, noch einer, Sobotka. Lovren, Appelkamp, Bühler und Haraguchi. Vorne Konaki, jetzt nochmal der Rechtsverteidiger, Zimmer. Also 4-5-1 sieht ein bisschen defensiver aus. Unsere Aufstellung ja gerade schon eben besprochen. Gewohntes 4-4-2. Das ja auch in letzter Zeit, denke ich, relativ erfolgreich war, bis auf kleinere Ausrutscher. So die Niederlage gegen Köln oder das Spiel gegen Leipzig. Endeten ja jetzt nicht so super, wie auch immer. Bremen fängt an. Es ist lange Zeit kein so richtig hochklassiges Spiel. Von Düsseldorf kommt eigentlich überhaupt nichts. Von Bremen ist das Ganze sehr überschaubar. 25. Minute, Niklas Füllkrug. Füllkrug versucht selbst. Ja. Naja. Wir gehen tatsächlich langsam schon in Richtung Halbzeit. Flanke wird zur Ecke abgewehrt. Gnaden war mal wieder ausgeblendet. Das passiert einfach hin und wieder leider. Bittencourt bringt ihn rein. Füllkrug kriegt den Ball irgendwie nochmal. Füllkrug. Und wieder so eines dieser Tore, die aus dem Nichts fallen. Nachdem wir 40 Minuten beinahe Leerlauf war, kriegt Füllkrug hier den Ball nach dem Kopfball direkt zum Fuß und kann ihn reinhauen. Saisontor Nummer 14. Das ist doch ein ganz ordentlicher Wert. Und kurz vor der Pause nochmal Werder. Felix Agu hat die Möglichkeit zur Flanke. Kastenmeier passt auf. Ja, dann ist Halbzeit. Durchgang Nummer 2 kann ja fast nur besser werden. Bremen diesmal früher mit einer Chance. Zobnin. Zobnin gehalten. Schade, schöner Schuss. Parade kann leider mithalten vom Niveau her. Ecke Werder. Vom Verteidiger abgewehrt. Es gibt noch eine Ecke. Man merkt schon, geht gerade viel über Standardsituationen. Die Führung ja auch so gefallen. Aber das geht dann knapp vorbei. Ein paar Wechsel bei Bremen. Bender hat noch nicht ganz die Ausdauer für 90 Minuten. Deswegen Möwald rein. Eggestein ins offensive Mittelfeld. 20 Minuten noch. Flanke Rashica. 3:2. Sehr schön. Immer wenn man merkt, dass die Flanke bei Rashica ankommt, der jetzt im Kopf Ballduell sich eigentlich nicht immer so durchsetzen könnte, merkt man, man hat die Flanke wohl wirklich sehr präzise zu ihm geschickt, so dass er da reinlaufen kann und der Gegner nicht mehr hinterherkommt. 2:0, das entspannt die Sache jedenfalls erheblich. Und dann Bittencourt fällt im Strafraum, gibt 11 Meter. Man sieht es gleich nochmal in der Wiederholung, naja, wenn auch leicht verdeckt. Genau, dann läuft der Schiedsrichter durchs Bild, aber er scheint wohl einen Kontakt gegeben zu haben, aber wirklich nur einen ganz leichten. Der Gefaulte schießt selbst in die Mitte, 3:0. Und damit ist diese Partie von auch durch. Von Düsseldorf einfach überhaupt rein gar nichts zu sehen. Während wir nochmal den Elfmeter anschauen. Ich hatte irgendwie Angst, dass der Keeper genau jetzt stehen bleiben wird. Tat er zum Glück nicht. Und dann ist die Sache auch durch. Und Düsseldorf tatsächlich 0 Schüsse, 0 Torschüsse.
Also Bremen verdienter Sieger, aber 3-0 war vielleicht etwas zu hoch. Wie auch immer, wir stellen die Mannschaft ein bisschen um, denn das Spiel gegen Olympique Lyon, wir haben ja 3-0 schon gewonnen und müssten jetzt im Rückspiel, ja, also nicht 3-0 verlieren oder dergleichen. Deswegen, wenn man das simuliert, falls es ganz arg läuft, kann man ja auch noch eingreifen, um das Schlimmste abzuwenden. Aber hier habe ich auch für unser B-Team erstmal ziemlich viel Hoffnung. Sehen auf den allermeisten Positionen andere Namen. Und gehen rein in die Simulation. Und schon falls wir ein einziges Auswärtstor schießen, müsste Lyon ja 5 Tore machen. Deswegen sehe ich das ganz entspannt und es bleibt am Ende beim 1:1. Unsere B-Mannschaft kann sogar ein Unentschieden rausholen. Das ist doch mal eine gute Nachricht. Schauen wir ein bisschen auf die Ergebnisse. AS Monaco ist weiter, Leicester City ist weiter, Neapel weiter und eben wir Werder Bremen. Ich frage mich gerade, ob noch deutsche Mannschaften, also andere, die im Werder dabei sind. Leverkusen ist gegen Lyon rausgeflogen. Hier haben wir Sevilla ist weiter, oh, Wolfsburg raus gegen Man U. Oh, Bilbao kickt Mailand und Valencia gewinnt gegen Villarreal. Da war es gerade andersrum. Ich habe nicht mehr hundertprozentig hingeguckt. Ja. Nächste Runde Europa League, 1,1 Millionen. Weiterhin, das ist nicht gerade der Wettbewerb, der sich so wirklich finanziell lohnt. Außer man gewinnt ihn dann schon, aber bis dahin ist es ein langer Weg und wir sehen nochmal die Bundesliga-Tabelle. Weiterhin Platz 3. Und jetzt gegen Schalke, die sind ja ein bisschen weiter unten. Nochmal 3 Punkte und wir könnten unseren Champions League Platz ziemlich sicher machen. Schauen wir mal, was die Konkurrenz dafür zu sagt. Ah, wir sehen Milo Drašica auf dem besten Weg, wieder Torschützenkönig zu werden. Füllkrug immerhin in der Liste auf Platz 5. Unsere Aufstellung im Vergleich zum Spiel gegen Lyon natürlich wieder umgetauscht auf die Startelf, wie sie auch schon in Düsseldorf war. Mal sehen, mit wem Schalke spielt. Da haben wir erstmal Schubert im Tor. George, Chia, noch zwei andere. Der dritte hat einen recht langen Namen. Rudi, Schöpf, Saponara, Miranchuk. Vorne Marega, Petkovic. Und wen hatten wir noch in der Abwehr? Maximovic und Börner. 4-4-2. Ungefähr auch unserer Formation. Auf geht's. Werder Bremen. Milot Rashica versucht sich durchzusetzen. Läuft er den Verteidigern davon. Drehung. Jetzt könnte er schießen, aber er wird im letzten Moment abgegrätscht. Schade eigentlich. Bin dann Schalke 04. Marega geht nochmal ab auf Petkovic. 1:0. Schöner letzter Pass. Ich dachte eigentlich, er versucht selbst und hab den Verteidiger zum Upgraden eingesetzt, falls der da lang schießt. Aber nein, er gibt ihn weiter. Und Petkovic muss nur noch einschieben. Weiter, Schalke 04. Haben hier den deutlich besseren Start. Und immer weiter. Ecke kommt rein, erstmal geklärt. Pavlenka rennt raus und das ist mal wieder bescheuert gelaufen. Damit wann ein Keeper rausrennt und wann nicht. Hier ein bisschen übermotiviert, aber da stehen auch zwei, drei Verteidiger beim Gegenspieler. Und sie können Saponara trotzdem nicht vom Kopfball abhalten. Diese Partie läuft bisher überhaupt nicht so, wie sie sollte. Und immer wieder die Königsblauen. Das ganz klar stärkere Team. Vielleicht jetzt mal Werder Bremen. Füllkrug legt ab zu Bittencourt. Abgefälscht. Das passt irgendwie zur Partie bis jetzt. Kurz vor der Pause noch einmal Schalke. Miranchuk rüber zu Petkovic. Also, die treffen offensiv gerade jeden Ball so, wie sie es brauchen. Aber sie spielen es auch schön raus. Richtiges Kontrastprogramm zu Schalke gerade in der Realität, muss man sagen. 3:0 Rückstand. Wir wechseln ein bisschen. Bender weiterhin nicht ganz fit. Jetzt mal überlegen.
Nö, sonst geben wir ihm noch eine Chance. Er schafft das schon. Hoffe ich. Einfach mal. Gewohntes Bild. Schalke besser. Schalke dribbelt sich durch. Schalke trifft. 4:0. Es gibt diese Partien manchmal. Ja, vermutlich hat das Momentum zugeschlagen, wie man jetzt sagen würde bei FIFA. Und es ist ja weiterhin so einseitig. Also die Partie gegen Düsseldorf, oh, der war mal nicht drin. Die Partie gegen Düsseldorf war ja einseitig für uns. Das hier wird gerade sehr einseitig für Schalke. Der Pass immerhin mal wieder gehalten. Szene geht aber weiter. Rudi bringt die Ecke rein. Findet den Kopf von Marega. Und warum stellt man eigentlich jemanden auf die Linie, der, wenn er hochspringt, den Ball da nicht mehr wegkriegt, falls der Ball hochkommt? Frage ich mich gerade. Aber es passt irgendwie zum heutigen Spiel. Schalke inzwischen mit 5 Toren vorne. Und weil es ja gerade so schön ist, nächster Angriff Schalke, Marega wird geschickt. Marega dann nochmal mit dem 6:0. Halbes Dutzend voll. Was für ein katastrophaler Tag, ehrlich gesagt. Quasi keine Gegenwehr. Vorne und hinten im Mittelfeld auch nicht. Pavlenka, sehr undankbarer Tag für ihn. Und dann ist es endlich vorbei. Bremen mit 2 mickrigen Chancen. Na, immerhin nicht 0 wie Düsseldorf gegen uns vorhin. Aber ich möchte dieses Spiel einfach vergessen. Schauen wir auf die Tabelle und hoffen das Beste. Wir sind nämlich tatsächlich noch Dritter. Eigentlich erwartet, dass er irgendwie absacken oder so, aber nein, die Konkurrenz hat wohl auch nicht so großartig gepunktet, aber man merkt schon, Platz 6 ist nur 2 Punkte hinter uns und wir wollen ja möglichst in der Champions League Region bleiben. Ja, mal sehen, müssen die nächsten Spiele wieder besser werden und dann würde ich an dieser Stelle erstmal sagen, vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Bis denn.